Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartalk. Willkommen zur Let's Play Together-Reihe mit mir und dem... Zendix, hallo lieber Gartalk. Servus. So, wir sind im Titelbildschirm von Wir Beide immer noch, denn wir beide werden Wir Beide weiterspielen. Halt die Fresse, Avira. Ich hoffe, das Flackern hat mir gerade nicht gesehen. Ja, er hat sich... schon wieder gemeldet und hat gedacht, ach komm, ich bring dir noch ein Pop-Up, das hilft bestimmt. Grund, warum ich im Titelscreen einfach anfange, liegt einfach schlicht und ergreifend daran, im Ingame haben wir wieder immer noch diesen nervigen Pieps-Sound und den tun wir uns jetzt einfach noch an. So, wir beide. Ah, sehr schön. Macht das Spiel auf. Ja, das hab ich mir auch... Ja, ich weiß, ich kenne die Sequenz. Also das Piepsen müsst ihr jetzt entschuldigen. Ja, Windritter, wenn ich in dem richtigen Moment abwarte, kann ich sterben. Komm, Hillbilly. Geh. So, wir müssen da unten den Schlüssel holen von dieser Nonne. Die wir konnt austricksen und... Ja, das weiß ich. Ich erinnere mich. Aha. Nein! Mach weg! Und bitte, das ganze Geflacker könnte mal weggehen, damit ich auch mal was sehe. Ja, das Geflacker ist unglaublich nervig. Och nö. Er ist übrigens gerade nicht über einen Stein drüber gelaufen. Ja, natürlich, das kann ich verstehen. Also, so ein kleiner Stein ist auch voll das große Hindernis. Ja, besonders wenn man auf der Flucht ist. Gegen Kampfnonnen. So, super, danke. Ich hoffe übrigens, man hört Zelnix jetzt ein bisschen besser. Ich habe das Spiel ein bisschen lauter gedreht. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, ich drehe es einen kleinen Ticken leiser. Einen kleinen Moment. Jetzt dürft ihr auch mal endlich hier voll professionell hier. Ich schiebe es auch noch extra rein hier. Voll professionell und alles und so. Ja, es ist mit Skype und seht ihr. Und das hier ist auch der Screen von dem Ganzen. So, und wir gehen wieder ins Spiel hinein. Ich hoffe, das war das Spiel. Keine Ahnung. Jetzt kommt irgendwas anderes hier. Ja, jetzt kommen meine geheimen Porno-Seiten und sowas. Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. So. Hey. Ich habe es mittlerweile auch hingekriegt, auf Fullscreen zu gucken. Ah, sehr schön. Das heißt, du kannst im Fullscreen flackern sehen. Super. Ja. Ich weiß nicht, ob man das will, aber... Und umso fuller mein Screen ist, umso mehr flackert. Supi. Ja. Ja. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass dieses Ding, das wir da gerade jetzt gleich... Ja, komm, red schneller. Danke. Also, dass dieser Schlüssel, den wir jetzt gleich holen, den hier, dass das Ding Kerkerschlüssel 2 heißt. Das heißt, hier muss noch irgendwo ein Kerkerschlüssel 1 sein. Ich weiß nur nicht, wo. Niemand oder nichts? Ja, hallo, ich hier auch. Töte ihn! Okay, wenn ich da unten stehe, kann ich ihn nicht umbringen. Oh, schön. Also er kann nur Ritter von der Seite töten. Merken wir uns. Because. Ach, das ist so peinlich. Ja! Du meinst, dass zwei Leute dieses Videospiel tatsächlich ernsthaft spielen? Nein, eher, dass irgendwelche Leute das sich angucken. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ihr da draußen seid gemeint. Genau du, der da jetzt sitzt. Genau du! Nein, nicht nach links und rechts gucken. Achso, er kann es ja nicht von unten. Geh weg! Danke. Er kann nicht von unten Ritter töten. Warum? Ist da die Wind...
Abneigung zu schlecht oder was? What the fuck? Steht im Vertrag. Ja, irgendwie sowas muss sein. So. Oh, ich hab gedrückt! Ohne Witze! Wer hat sich die Mission ausgedacht? Ja. Ich würde es sehr gerne im Multiplayer spielen, das wäre lustig. Was willst du da spielen? Das kleine Mädchen, das stirbt wahrscheinlich auch. Ist dir schon klar. Kann ich nicht irgendeine Cutscene haben, in der ich das überspringen kann oder so? Das wäre schön. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt Lebenspunkte oder sonst irgendwas haben. Das bringt mir überhaupt nichts, weil diese Typen im Endeffekt Instant Death sind. Ach komm, leck mich. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh nein. Oh nein. Okay, vorbeirennen ist keine gute Idee. Also gewöhnt euch an diesen Screen, wir werden ihn oft sehen. Wahrscheinlich wird es nämlich noch nicht fertig sein. Das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Das Ganze als Thumbnail nehmen. Ja, doch. YouTube wird es mir anbieten. Definitiv, so oft wie ich den Screen sehe. Ja. Ja, komm. So. Du stirbst. Ich hasse diese Nonnen. Ich hasse dieses... Das sind Elite-Nonnen. Ja. Elite-Nonnen. Wer kennt sie nicht? Die gibt's in jedem Spiel. Die sind genauso normal wie die Elementargegner aus jedem anderen. Die Elite-Nonnen. Und diese Cutscene zwischendrin, die macht's auch nicht wesentlich besser. Ich möchte mal was kurz gucken gehen. Ich meine, bevor wir wieder einmal failen, wieder das Ganze lesen, ob ich eventuell zurückgehen kann und einfach nochmal speichern kann. Oder ob er mir dann nochmal die Cutscene bringt. Nee. Gut, dann mache ich das. So, du, dich pull ich mal hier runter. Komm mal hier runter, hier. Alte Schachtel. So. So, weil jetzt habe ich diese Scheiß... So alte Physiklehrerin. So bestimmte, weißt du? Ja, jetzt habe ich den vergangen. Aber jetzt haben wir zumindest diese Cutscene nicht mehr. Hoffe ich. Ob das Spiel ein Death-Counter hat? Keine Ahnung. Und Zeldix, was machst du heute noch so? Ich bin gerade am Essen. Das wäre echt toll. Ich hab gerade gegessen. Wie soll man da vorbeikommen? Oh. Warte mal, kann ich da irgendwie auch steuern oder so? Keine Ahnung, da wir TeamViewer verwenden und ich glaube, du hast Computersteuerung, versuch's mal. Ich lass einfach mal die Finger von der Tastatur. Okay. Offenbar. Also es wird jetzt erbärmlich, weil ich habe abartige Lags. Ich sehe da rein gar nichts. Was? Immer nach rechts. Ja, was geht denn mit dem? Ah, vergiss es. Da kann ich nichts tun. Okay, das war jetzt mal Testversuch. So ein Live-Testversuch ist ja auch was Schönes. Also ich hatte gerade die Hände vor meinem Gesicht zusammengeschlagen. Okay. Gut, jetzt aber mal... Bisschen besser. Ich glaube, nach dem 50. Versuch oder sowas sollten wir doch endlich mal hinkriegen. Oder langsam wird's peinlich. So, dich tot. Komm runter. So. Das Lustige ist, ich kann den lieben Gott halt immer manipulieren und er merkt es nicht. Ja. So, jetzt. Komm runter.
liebe die KI. So, weil jetzt müssen wir den scheiß Schlüssel nicht mal holen. Ich gehe die Sache jetzt ganz langsam an. Weil jetzt ist auch der Windritter tot. Ich verstehe immer noch nicht, warum Angucken tot ist. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, er ist ein Windritter. Ich meine, der wird auch mal kämpfen gelernt haben, dieser Mensch. Oder dieser Elf, oder... Ich weiß nicht, was er ist. Er sieht aus wie ein Elf. Hier sind alle tot. Oh! Die ganze Zeit dreht er sich dann nach 2 Sekunden rum. Jetzt nicht. Ich gehe die Sache ein wenig langsamer an, dass wir hier endlich mal zu Potte kommen. Ich werde auch die Folge wahrscheinlich Let's Fail, kein Erfolg oder sowas nennen. So. Die Phase könntest du rein theoretisch in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen. Ja, ich glaube auch. Achso, ich kann ihn ja nicht von der hinten töten. Weiß Gott auch immer warum. Die drehen sich so random. Manchmal drehen die sich einfach sauschnell um und manchmal einfach nicht. Haben einfach keine Lust. Okay. Ich finde das nicht feierlich. Also, Leute, wenn ihr mal ein Spiel entwickeln wollt oder entwickelt, egal ob RPG-Maker oder professionell, baut auf jeden Fall dieses Rätsel... Jetzt bin ich dran vorbeigerannt. Okay, das war meine Schuld. Baut dieses Rätsel ein, und zwar genau in dieser Form und mit diesem Sound. Am besten noch mit einem blinkenden, pinken Bildschirm. Das kommt super an. Das muss man mal sagen. Weißt du, wir spielen noch keine 20 Minuten oder so und mich kotzt das Spiel jetzt schon wieder an. Am Anfang habe ich noch... Ja? Das Lustige ist, wir sind auch kein Stück weiter hingekommen. Nein. So. Ist eigentlich traurig, dass wir nicht weiterkommen, oder? Ich weiß nicht, ob es an mir oder am Spiel liegt. Aber einer von beiden trollt jetzt den jeweils anderen. Und beide trollen halt eben dann den Spieler. Was wollte ich sagen? Ach so. Am Anfang habe ich das Spiel noch so ein bisschen gelobt und habe halt auch so gedacht, okay, es war so eventuell so ein Erstlingsprojekt oder sowas. Aber Leute, sowas merkt man doch. Oder... Weil sowas macht keinen Spaß und was keinen Spaß macht, ist kein gutes Spieldesign. Das kann mir auch... Aha. Es kommt jetzt 2 runter. Ich glaube, das ist dumm. Moment. Kommt mal runter. So. Alter, mach den scheiß Alarm aus. Ich bin dabei, ich arbeite dran. Ich arbeite dran, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, weil jetzt kann ich einfach durchlaufen. Gott, verdammte Scheiße. Hier. Oh, und du gehst mir auch noch auf den Keks. Hm? Ist ja auch so gedacht. So. Jetzt kann ich hier runter und kann hier rüber springen. Nonnen können übrigens nicht springen. Merkt euch das für die Zukunft. Solltet ihr mal jemals im Kloster sein? Aha. Genau. Guck mal rüber hier. Danke. So. Bevor jetzt irgendwas schief geht, ich gespeichert. Nee. Wieder weg. Danke. Ich habe eine gute Idee an den Vergangenheits-Zeldings und den Vergangenheits-Gortol. Ja? Wenn ihr zu dieser Szene kommt, bitte einfach die Sounddatei von diesem komischen Alarm aus dem RPG-Maker entfernen. Fertig. Ich glaube auch. Sollten wir jemals nochmal auf sowas treffen, werde ich einfach das Ding editieren. Und dann wird diese Sounddatei definitiv rausfliegen. So, der Schlüssel hat zumindest gepasst. Oder so.
So. Da oben ist ein Schalter. Sag mir jetzt nicht, dass ich ein Schalterrätsel lösen muss mit dem Scheiß. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Bitte, Spiel, hab Gnade. Los, Schalterrätsel auf du. Was ist das? Wunderasche erhalten. Okay. Oh, danke. Da hat bestimmt nur einer gekifft oder so. Wunderasche. Ja. Lustige ist, ich habe mir mal den Spaß gemacht und tatsächlich in den RPG Maker reingeschaut. Ich glaube, ich hätte es nicht tun sollen, weil ich doch schon ein paar Sachen gesehen habe, die mir gar nicht gefallen möchten. Ja, ich habe mich selbst gespoilert. Ich weiß, sollte man nicht machen. Ich wollte aber was nachprüfen, weil mir eine Sache verdächtig vorkam. Kann ich auch erzählen, gerade so, um ein bisschen das Piepsen eventuell zu übertönen. Werde ich auch jetzt ein bisschen lauter reden. Man erinnere sich an das Schieberätsel aus der Höhlen, was auch immer, Katakomben, die wir ganz am Anfang hatten. Also das erste Kistenschieberätsel. Dieses Schieberätsel ist tatsächlich, hat einen kleinen Fehler drin. Und zwar kann man sich die Kisten vor den Eingang schieben und sich damit alles verbauen. Und Leute, geht weg! Danke. Und damit kann man sich alles verbauen und das Spiel ist damit gecrashed. Hier war's. Ja, noch eine Nonne. Ich hab noch nicht genug davon. Ja, genau das. Hier ist niemand. Oh, ein Schalter. Danke! Ja! Wir haben den Alarm endlich deaktiviert. Nichts wie raus hier. Boah. Das ist jetzt bestimmt alles vergessen. Die Nonnen sind alle weg, weil der Alarm einfach aus ist. Ja, natürlich. Die reagieren ja random. Teilweise. Nein, sie sind immer auch da. So, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, ich gehe zurück und speichere. So. Mit dem nächsten Bildschirm kannst du auch speichern. Garantiert, aber das ist es mir wert. So. So, mittlerweile weiß ich ja, wie man die runterpullt und alles. Komm her. Ey, warte mal. Hörst du das? Ja. Das ist einfach nicht. Ja. Es ist beruhigend. So wird es sein. Ich werde einfach gleich mal zweimal speichern. Nur so aus Prinzip. So. Und ich weiß auch, warum ich gespeichert habe! Ah, das ist mir wert. Ich bin glücklich. Hey, wir haben Erfolg! Super. Ich schreibe mich mir in den Kalender rein. Ja, das machen wir zum... Also, 4.3. könnt ihr euch merken. Alle in den Kalender eintragen, ganz wichtig. Gorthog und Selnix Non-Fail-Day. Sollten wir zu einem offiziellen christlichen Feiertag ernennen. Ich meine, Nonnen kommen ja schon vorher drin. So. Und natürlich hat der Alarmschalter direkt hier auch die Tür geöffnet. Weil Alarm und Tür immer zusammenhängen. Das war doch eine Leiter, oder? Die einfach nur irgendwo auf dem Boden gelegen hat. Ja, wahrscheinlich haben sie einfach weggeräumt, weil sie gemerkt haben, sie... Ach nee, ja. Was? Was ist gerade passiert? Okay. Das will ich nochmal sehen. Gut, dass du gespeichert hast. Ja. Also, Moment, ich gehe nochmal kurz zu dir. Danke. Danke. Vielen Dank, liebe Nonne. Ja. Okay, ich gehe nochmal zur Stelle und werde dann noch meine Gedanken auskotzen. Weil ich finde, man muss es visuell nochmal zeigen. Finde ich ganz sinnvoll. So, auch, wie gesagt, für alle Hobbyentwickler da draußen. Damit ihr wisst, wie ihr es machen müsst. Gebe ich dann den absoluten Hinweis hier. Nein, falsche Richtung.
So. Einfach mal bedächtig schweigen. So, war da nicht so ein Speicherdingsbums? Hä? Wo? War da nicht so ein Speicherdingsbums im Raum davor? War da ein Speicherdingsbums? Ich weiß es nicht, war jedenfalls mal so eine Steinstatue. Das da meinst du, oder was? Nee, im Raum davor. Da rechts ist. Ach, Tatsache! Die habe ich nicht gesehen. Okay, dann können wir hier speichern. Ah gut, die habe ich nicht gesehen. Ich speichere jetzt einfach mal einen ganzen Haufen. So, gut, dann müssen wir nicht mehr ganz so weit laufen. Egal. Wir haben jetzt genug Speicherstände, um das Spiel einmal zu crashen, wenn wir möchten. So, kommen wir nochmal zur Stelle. Okay. Analyse. Was ist hier verlangt? Wir sehen nichts. Es ist gerade eine Nonne hier aus diesem Stein etwas, wo ich nicht drüber laufen kann, hier rausgekommen. Von der ich nicht wissen konnte, dass sie hier ist. Diese hat denselben Effekt wie die Nonnen da unten. Sie sperrt uns ein und tötet uns damit. Ich kann es nicht wissen. Die Musik verrät mir zwar, dass etwas passiert. In dem Moment, wo die Musik eingesetzt hat, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und ich muss wahrscheinlich da unten in diese Lücke ausweichen, die 2 oder 3 Felder von mir entfernt ist. Problem an der Sache ist, die Nonne ist schneller als ich, weil die hatte eine Geschwindigkeit, keine Ahnung, eine 6er Geschwindigkeit in RPG-Maker-Sprache drauf. Das heißt, ich kann hier nicht ausweichen. Wir versuchen es einfach mal. Ich werde jetzt einfach nach vorne drücken und einfach weiterlaufen. Mal gucken, was passiert. Seht ihr? Ach so! Sie ist auf Verfolgen eingestellt. Schön. Dann kannst du nichts machen. Nein. Mal gucken, ob der Entwickler weit genug gedacht hat und sie irgendwann einfach entfernen lässt. Oder ob mich das Spiel dann trollt an der Stelle. Und ich sag so, nö. Geh weg. Du auch weg. So. Mal gucken. Also ich versuche jetzt einfach mal weiterzulaufen. Ah ne, sie ist gleich schnell wie ich. Habe ich sie eingesperrt? Ja. Sehr schön. So kann man sie glitschen. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit zu gewinnen. Oh nein. Weil sie ist schneller als ich. Das ist das Problem an der Sache. Glaube ich zumindest. Weil sie hat eine ziemlich hohe Framerate drauf. Schön. Gut. Hier sind Balken, unter die ich drunter laufen kann. Ich glaube, es soll Decke darstellen. Und hier ist ein Meteor eingeschlagen. Oder sowas. Keine Ahnung. Kann ich es mitnehmen? Nö. Kann ich es berühren? Sieht aus wie... So, das sind Pissoirs oder so. So, ah. Oh. Schön. Ach, wieder Wunderasche. Schön, die hat diesmal nicht geglitzert. Was absolutes No-Go ist, weil wir dadurch keine Inkonsistenz haben. Aber gut. Speicherstatuen, die auch nicht mehr heilen können. Das heißt, irgendwie... Entweder ich brauche keine Energie mehr oder das Spiel ist einfach fies. Windritter. Hey Leute, die Ausbrecher wollen fliehen. Haltet sie auf. Gott, habe ich eine feminine Stimme. Verdammt. Ich weiß gar nicht mal, was für eine Stimme ich hatte. Wing, bleib ganz nah bei mir. So nah, wie du nur kannst. Ich werde die Kerle ausnocken. Okay. Hill kann die Windritter jetzt attackieren. Nähert euch einem Windritter und drückt Enter. Das habe ich die ganze Zeit schon gemacht. Oder was? Ich habe keine Kampfanimation. Oh nein, er ist so episch auf mich schnell. Er wird mich töten. Nein, ich muss hier fliehen. Oh nein, er hat mir vergessen, dass ich da bin. Okay, Kampfsystem. Neues Kampfsystem im Übrigen, damit. Auch damit haben wir schon 3, wenn man die Käfer mitrechnet. Au. Oh. Dreamland Kampfsystem. Super. Das heißt, ich muss schneller drücken, als das Event aktiviert. Danke. Super.
Oh Gott! Ja, und den müssen wir jetzt umhauen, ansonsten kann man nicht weiter, ne? Ich glaube ja, weil ich... Und ich werde auch nicht geheilt von ihr, also... Warum Heilung? Ja. Wir haben ja noch so komisches Heilkraut. Ja. Oder eventuell Wunderasche, mal gucken, was die bringt, aber... Ich will jetzt erstmal was gucken. Ja, Windritter attackieren, kann ich zurück? Ja, danke. Löst die Katze ihn aus? Nein, gut. Im Übrigen, im Raum läuft er auch langsamer. Ich weiß nicht warum, aber er läuft langsamer. Vielleicht, weil der Kampf so episch ist, dass er in Slow-Mo ablaufen soll. So. Ich gehe mich mal umgucken. Ich meine, er ist ja unglaublich gefährlich und so brutal und... Hey, da ist ein Raum. Kann ich in den Raum rein? Ich glaube übrigens, wir sind in einem Badezimmer. Zumindest sagt mir das das Waschbecken, das hier rumsteht. Ich stelle meine Waschbecken... deplatziert. Ich stelle meine Waschbecken auch immer prinzipiell mitten in den Raum rein. Am besten noch zwei so, dann, damit sie schön im Weg stehen. So. Und? Hast du ein Klo gesehen? Ich glaube nur... Das da könnten Duschen sein mit ein bisschen Fantasie. Aber auch Ketten oder sowas. Aber ich ignoriere jetzt mal den Kerl da. Ich will jetzt mal den Raum erkunden. So. Das da ist eine Badewanne da. Das hier. Das könnte eine Badewanne sein. Hier haben wir einen Feuersterne. Spind. Schon wieder Duschen, die diesmal nicht in einem Raum sind. Im Übrigen, es regnet in diesem Raum. Ich weiß. Spinnt mein Bildschirm also nicht. Nein, das ist tatsächlich Regen. Also da ist so ein Flacker drüber, so ein Shader-Flackern. Und für halt die Atmosphäre und es regnet. Ich weiß noch nicht, wie man das erklären will, weil wir sind in der Höhle. Wir sind in einer Höhle, in einem Badezimmer, in dem es regnet. Vielleicht könnte das hier die Toilette sein. Das hat zumindest mal vorhin die Wing gesagt. Die übrigens tatsächlich, wie ich gesagt habe, das hier ist tatsächlich ein Rückblick. Das stimmt allerdings. So. Probieren wir mal Wunderasche aus. Halt 50 LK-Punkte, halt 20 LK. Ach, wieso steht das jetzt dran? Vorhin hat es nicht dran gestanden, glaube ich. Egal. Was soll ein LK sein? Ich glaube Lebenskraft. Kunde. Ich glaube Lebenskraft würde zumindest Sinn machen. Taschenuhr. 50 Minuten, das ist eine Lüge. Nicht mit den vielen Load States. So. Dann nehme ich mal einfach ein bisschen. Und ein Mensch singt. Ja. So, und hoffe, dass... Er trifft mich übrigens immer. Also... Ah, vielleicht wenn ich ihm hinterherlaufe, dann ist nämlich das Event noch deaktiviert. So geht's. Stirb! Warum wow, auch oder auch nicht. Das Kampfsystem vorher war so toll und jetzt kommt so ein Rotz, ne? Ja, gell, okay, was soll das? Das ist übrigens ein totaler Bruch. Während ich diesen epischen Kampf beschreite, möchte ich mal an dieser Stelle anmerken, zwei Kampfsysteme im selben Spiel zu haben, ist ein absolutes No-Go. Und er ist tot. Und der hat sich in... Was ist das? Was bist du? Ach, ein Kerkerschlüssel 3, wo ist eigentlich Kerkerschlüssel 1 hin? Keine Ahnung. Es ist ein absolutes No-Go. Ein Pfui-Pfui, dass man das Kampfsystem ohne ersichtlichen Grund ändert. Mitten im Spiel. Völlig gleich, ob es besser ist oder schlechter ist. Man darf das Kampfsystem in einem Spiel, im selben Spiel, darf man es nicht verändern. Es sei denn natürlich, es hat irgendwelche Hintergrundaspekte oder ist Teil des Gameplay-Elements, was in diesem Fall nicht zutrifft. Man darf das Kampfsystem nicht ändern unterwegs. Weil vorher war das Kampfsystem so, da waren irgendwelche Events, das habe ich mir auch angeguckt, die sich dann vor mir platziert haben, sodass ich praktisch immer, wenn ich gedrückt habe, die Events sich aktiviert haben und dann die Positionen mit dem Gegner abgeglichen haben. Und wenn die Position übereinstimmte, hat der Gegner Schaden bekommen. Das war ganz gut und das hat auch funktioniert. Und zwar richtig gut sogar, muss ich sagen. Das hier ist ein Dreamland-Kampfsystem. Das ist einfach nur, ich drücke schnell auf meine Taste und hoffe, dass das Event sich nicht aktiviert. Beziehungsweise
sich nicht schnell genug reaktiviert, bevor ich den Gegner wieder treffen kann. Es ist zwar eine abgeschwächte Form des Dreamland-Kampfsystems des alten, aber es ist eins. Und das ist absoluter Kack. So, Entschuldigung. Auch eine Meinung? Ich würde jetzt auch nur ein bisschen rumflamen, aber ich meine, im Prinzip kommt es genau auf das. Ja, ich möchte das, also man muss auch dazu sagen, ich möchte das hier jetzt nicht als Flame oder sowas bezeichnen. Wie vielleicht schon ich erwähnt habe, ich bin in der Entwicklung tätig und ich habe auch schon semi-professionelle Kurse. Semi-professionell, ja, keine Ahnung. Ist egal, ich habe auch schon Kurse in Spieleentwicklung gemacht und habe deshalb auch schon, also zumindest meine ich habe ein bisschen Ahnung davon. Und ich versuche Leuten, die eventuell RPG-Maker so als Hobby programmieren, auch darauf hinzuweisen, was zum Beispiel nicht geht oder was geht. So. Spielen wir weiter. Hier wird die Hygiene wohl nicht ganz so groß geschrieben. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Spinteklauen. Ach, wir haben wieder diese Käfer. Also das hier, vorhin als ich gesagt habe, wir haben hier irgendwie drei Kampfsysteme, das mit den Käfern ist, wenn man es stupide sieht, eigentlich auch ein Kampfsystem. Wenn auch ein ziemlich einfaches. Warum sind es eigentlich immer nur Käfer? Also es gibt wirklich nur Käfer, ach, so als Gegner. Man achte bitte auf auf rechte Seite. Wir haben gibt jetzt übelst Pluspunkte, weil da einfach ein Klo steht. Ja, definitiv. Ich find's schön, wenn Klos auch mal auftauchen. Alter, machen die Schaden. Ich umgehe die einfach. Aua. Hallo! Hallo, ich muss auch mal! Bitte! Trinkst du gerade aus dem Klo? Wenn wir die Soundeffekte zufolge, ja. Das hallo! Alles blau um den. Das ist total ungesund, weißt du? Weil, da sind Bakterien, Salmonellen. Hier, guck dir die Käfer an. Wir haben auch draus getrunken. Wo bin ich? Achso, hier bin ich. Och nö. Geh mir nicht am Keks. Geh weg. Ich mag dich nicht. Geh weg. Du auch. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Da ist ein Tor. Geh weg. Da oben lag was, glaube ich. Wir hatten schon lange keine nervigen Sounds mehr. Nein, die fehlen. Bitte baut sie in das Spiel ein. Bitte Spiel, geh weg. Geht weg, ich hätte euch gern da oben festgeglitscht irgendwie. Komm mal rüber. Du. Komm mal hoch. Komm her, Herr. Komm her. Danke. Moment, macht ihr Schaden? Ernsthaft? Au. Moment. Ja, er macht Schaden. Ja, lustig. Er macht mir nur Schaden, wenn ich ihn angucke. Aber wenn du dagegen läufst. Ja. Ich oh, muss wie schlecht. Ihn ganz im Ernst, da muss man nur eine einzige Sache ändern. In dem Dropdown-Menü. Oh nein. Ja, nur wenn ich gegen ihn laufe. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal stehen bleiben und einfach mal Enter drücken. Ach, so besiegt man die. Ah. Okay, es ist. Ich nenne es mal ein faires Kampfsystem. Au, warum hast du mir jetzt Schaden gemacht? Vielleicht haben sie sowas wie Konterfähigkeit. Das könnte natürlich sein. Ich habe den Schalter gedrückt. So. Warum hast du mir jetzt Schaden gemacht? Das ist total random. Au, ich glaube tatsächlich, dass sie kontern können. Auf 9 HP. Ich verstehe das Kampfsystem nicht. Tut mir leid. Warum tötet er? Also der tötet mich nur, wenn ich ihn an... Nein,